Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Skyrim Rollenspiel Let's Play. Wir sind hier immer noch in Ravenface, glaube ich, heißt's. Und müssten jetzt so langsam einfach mal wieder zurück. Das will ich nicht. So. Komisch, dass es aufgeht. Zurück aufs Festland, weil hier ist scheinbar alles ein bisschen höher levelig. Können wir leider nicht lange überleben. Wir sammeln ein bisschen Geld und kommen hier nochmals zurück, um jemanden zu holen. Aber jetzt gehen wir erstmal nach Winterfeste, glaube ich. Ich habe nämlich einen Mod gehabt, der Blöde gemacht hat. Das war der Social NPC Mod. Den habe ich lange Zeit raussuchen müssen, war sehr lange und umständlich, ich habe mehrmals Pause machen müssen und dann habe ich gecheckt, okay, es war der. Es tut mir leid, aber ich suche derzeit keine neuen Besatzungsmitglieder. Schade. Der stürzt einfach in Weißlauf ab. Keine Ahnung wieso. Seid ihr der Schiffskapitän? Die Nordwind ist meine Geliebte und ich bin ihr Gebieter. Ich dulde keine Untreue. Sucht ihr Arbeit? Ich hatte da einen Matrosen, der sich dachte, als Kopf einer Räuberbande mehr zu verdienen, als mit dem Schleppen meiner Fracht. Wenn ihr an dieser Bande ein Exempel statuiert, gebe ich euch einen ganzen Jahreslohn. Oh. Sie sind so gut, lobenswerte Einstellung. Gut. Danke. Dann sieht sie. Posten des Verräters. Der Anführer des Postens des Verräters. Da oben. Nein, das ist Solstheim. Verräterposten. Okay, nicht weit von hier. Ich möchte aber gerne wieder in Weißlauf oder so. Wir könnten nach Flusswald gehen. Wir reden jetzt einfach mal noch nicht mit anderen Leuten in dieser Stadt. Aber mit diesem hier mal. Ihr habt Fragen? Ich hab Fragen. Und mit der da. Ja? Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Wir ziehen das gemeinsam durch, ja? Ja. So, ich gucke mal, nämlich bei sie. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Irgendwie wollen immer noch nur eine mitkommen und ich möchte gerne sie haben dabei. Ich finde Argona geil, Argona, aber ich möchte lieber eine Frau noch dabei haben. Die nennt sich Jarvis und das ist ein toller Name. Geht voran. Deshalb nehme ich sie mit. Und sie kommt irgendwie nicht mehr mit. Ach, wieso sind Mods so dumm? Unterhalten wir uns. Nicht schon gut. Wieso sind Mods so schlecht gemacht? Ich brauche eure Hilfe. Also dann komm wenigstens mit. Oder warte kurz. Und dann sich unterlegen. Ja, aber ich möchte sie gerne dabei haben. Folgt mir jetzt bitte. Aber jetzt kommst du mit. Jetzt lässt du nicht. Ah, also. Also irgendwie sind Mods einem immer im Weg. Wenn du einen Mod hast mit Follower, wie zum Beispiel den UFO-Mod Ultimate Follower Overhaul, dann macht ein anderer Mod einfach Clinch. Hallo, Ratte. Jo. Also. Ich denke, hier müssen wir jetzt nicht so viel machen eben. Also rede ich wieder ein bisschen rollentypisch. Mit dem rede ich mal kurz. Ja. Okay. Ein Ja. Aber nicht ein Hallo. Ihr kommt hierher, wo niemand euch will. Esst uns alles weg. Verpestet unsere Stadt mit eurem Gestank und weigert euch, den Sturmmänteln zu helfen. Aber wir haben uns auf keine Seite geschlagen, weil es nicht unser Kampf ist. Hey. Vielleicht helfen diese Grauhäute nicht beim Krieg mit, weil sie kaiserliche Spione sind. Kaiserliche Spione? Das kann nicht euer Ernst sein. Vielleicht statten wir euch heute Nacht einen Besuch ab, kleiner Spion. Wir haben Möglichkeiten herauszufinden, wer ihr wirklich seid. Okay, es ist nicht so nett. Hast ihr die Dunkelelfen? Wollt ihr uns tyrannisieren und vertreiben? Ich habe eine Begleiterin dabei, die Dunkelelfen ist. Nein, ich hasse euer Volk nicht. Dann seid ihr in der falschen Stadt. In Windhelm herrschen Vorurteile und beschränktes Denken. Eine solche Stadt ist eurer nicht wert. Doch. Das machen wir später. Also, das machen wir jetzt nicht. Das scheint eine große Quest zu sein.
Ich finde auch, genauso wie die Dorfbewohner. Ihr wisst schon. Aus dem anderen Ort machen wir. Gut, also. Nichts als Pferde. Den ganzen Tag. Wisst ihr überhaupt, wie langweilig Pferde sind? Ja, finde ich auch. Nein, Pferde sind nicht langweilig. Mit denen kann man genug machen. So, bist du der? Ich glaube nicht. Der da. Ehrliche Arbeit. Oh, verzeiht. War ich euch im Weg? Oh. Manchmal macht ein schnelles Ross den Unterschied. Die Grausammeerfamilie besteht seit Generationen. Hallo, oder hier ist die Kutsche, aber niemand ist hier. Frechheit! Ich möchte gerne reisen. Hallo. Ich möchte gerne reisen. Ey. Wenn ich genug Geld mit dem Hof mache, kaufe ich mir ein Langschiff. Es ist ein bisschen zu gefährlich, durch die Wildnis zu gehen. Komisch. Das ist nicht so gut. Was? Du bist hier drinnen, ich habe dich gar nicht gesehen. Nein! Ey. Wie steigt man ab? Automatisch. Eine Kutsche ist die sicherste Art zu reisen. Bin ich jetzt... Wird es nicht klar und ich will dich... Jetzt. Okay, gut. Was könnt ihr mir über Windhelm erzählen? Es ist eine alte Stadt, das kann ich euch sagen. Der Palast der Könige ist uralt. Fremden ist man dort nicht gerade wohlgesinnt. Die Dunkelelfen hat man in ein Elendsviertel namens Grauer Bezirk gesteckt. Die Argonier dürfen nicht mal innerhalb der Stadtmauern leben. Sie halten sich draußen am Hafen auf. Im Haus Kerzenschein gibt es anständiges Essen und billige Betten. Es könnte schlimmer kommen. Okay, die sind nicht gerade sehr nett. Was sind das, die Graubärte? Okay, muss ich mir merken. Wohin soll's gehen? So, wo sollen wir hin? Wir könnten eigentlich nach Winterfeste gehen. Kostet aber zu viel. So viel will ich nicht ausgeben. Ich wollte nach Falkenring. Ich glaube, nach Winterfest ist es recht kurz. Ich wage es mal, dorthin zu gehen, aber ich weiß nicht genau. Laut Karte muss man nach, ja, nach Westen, also ist das in die Richtung. Okay, ich wage es mal und ja, vielleicht finden wir einen Abenteuer. Und sie beschützt mich. Wo ist sie jetzt? Hier. Kannst du irgendwas lagern oder so? Was soll ich nehmen? Du hast zum Beispiel Eisenpfeil, Nordbogen hast du. Das ist doch die Stärke. Okay, drei Jagdbögen hast du. Und tu du für mich ein paar Sachen einfach lagern. Am besten bei Gewicht ein bisschen schauen, dass du natürlich alles schleppen musst. Ja, das kannst du nehmen. Eine Händlerkleidung. Ja. Ein paar geklaute Sachen. Ja. Mammutstoßzähne brauchen, glaube ich, nicht so schnell. Ihr geht vor, ich folge. Jo. Also machen wir uns auf den Weg. So, noch ein paar Bären. Vielleicht brauchen wir ein bisschen Nahrung. Gut. Also. Hallo du. Siehst du Schönes? Hier haben wir einen Schneefuchs wahrscheinlich. Hallo. Hey, nicht Angst haben. Okay, hier ist ein Händler unterwegs. Oh, nein. Was muss ich jetzt machen? Muss mich noch vorbereiten. So und... Ich glaube, der Schneefuchs ist tot, ja. Ich weiß gar nicht, welche Tasten ich muss drücken. So, nein. Hier ist eine Ziege gestorben. Oh, das ging viel zu schnell. Aber wo ist der Schneefuchs? Ist der jetzt tot?
liegt der hier drin? Ich glaube, der wurde nicht gerissen. Sieht nicht so aus. Der macht kein Blut. Der ist einfach irgendwo enttäuscht. Gut. So schnell konnte ich nicht schauen. Schneefuchs, wo bist du? Naja. So, nehmen wir noch ein paar Sachen mit. Und reden mal mit der. Dann was Ork. Hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Geht heim zu eurer Mutter. Okay, wir lassen sie lieber in Ruhe. So. Die wird sicher angreifen, wenn wir sie ein bisschen nerven. Jo. Nehmen wir einfach für einzelne Sachen mit. Ich will jetzt nicht so viel mitschleppen. Mal kurz gucken, ob unter der Brücke irgendwas ist. Sieht so cool aus, wie ein Stick oder so. Im Wasserfall. Ah, oh, nie besser als das. Ach ja. So. Gut die Brücke genommen, echt. Ich bin stolz auf mich. Sehr schön. Ja, haben wir hier irgendwas? Nö. Ich denke, hier unten ist auch nichts. Nö. Also gehen wir einfach den Weg entlang und hoffen, dass hier nichts ist. Sonst müssen wir halt einfach langsam ein bisschen trainieren. Und schweren Gegnern. Ich tue jetzt mal hier einen Weicheplatz machen. Weil eventuell wird es schwierig. So. Immer schön erinnern an unsere Taten. Okay, wir sind doch wieder runter. Oh, schöne Häuser hier. Ja, gut. Das ist nur ein Holzfäller scheinbar. Wir gehen mal hier oben durch. Der Weg ist zwar unten, aber ja. Wir sind lieber ein bisschen direkter laufen. Was hätten wir hier überall? Einen schönen Sonnenuntergang. Wow, das. Aha. Hier wäre irgendwas. Gut, dass wir nicht im Weg entlang gegangen sind. Eine Schatztruhe. Oh, ist es hier sicher? Okay, Lehrling ist jetzt nicht so schlimm. Oh, ich hab's direkt. Wunderbar. Oh jo, können wir gut gebrauchen. So. Beim Ausdauer können wir gut noch gebrauchen. Und Heilung immer auch. Aber ich habe ja einen Zauber gelernt. Nicht so schwierig. Jo. Bisschen schneller vorwärts. So, gucken wir mal hier oben. Uns ein bisschen um. Oh, ich rutsche aber sehr schnell. Ah, man sieht leider nicht so viel. Hier drüben ist irgendjemand. Was ist denn das? Machtverhältnis. Oh. Das ist irgendwann für den Verführer. Banditen. Hm. Die verführen jemanden. Schaffen wir das? Ja, komm. Ich werde mal kurz schauen. Also ich werde jetzt nicht die Quests direkt machen. Hier wäre aber eine Burg im Weg. Ich muss mal kurz schauen, ob ich irgendwo Informationen habe darüber. Hm. Verschiedenes. Aber der Posten des Verräters. Okay, sonst haben wir nichts mehr. Aha, hier, okay. Gut, dann schauen wir mal. Nein, da. Genau, also wir wüssten das dann mal machen, aber zuerst müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Lieber ein bisschen trainieren und nicht zu viel wagen. Und jetzt schaue ich mal, es sind Skelette da oben. Können wir irgendwo schleichen? Links herum? Ob wir irgendwie hier hochkommen? Das könnte ein bisschen gefährlich sein. Ich muss hier noch nicht schleichen. So.
Einfach irgendwie da vorbei. Oh, ist mühsam hier. Okay, so langsam muss ich schleichen. Ja, hier hoch kommen wir nicht. Ja gut. Ob wir das schaffen? Das sind nämlich Skelette. Okay. Das Skelett ist weg. Ja, es reicht, glaube ich. Wir werden hoffentlich nicht entdeckt. Ich hoffe, das Skelett kommt. Okay, eines hat uns gesehen dort. Ich versuche mal, mich zu verstecken. So. Es kommt vielleicht. Schleichen. Ich wollte besser schleichen. Okay. Das wäre nicht so gut, wenn wir jetzt wieder entdeckt werden. Ich habe nämlich meine Dame verloren. Wo ist die Nachtelfin? Hallo, Jarvis. Kommst du bald? Ich wurde wieder ein bisschen entdeckt. Okay, so ein paar. Nein! Nein, es sind mehrere Totenbeschwörer. Ich werde das nicht überleben. Wenig Mana. Ich muss abhauen, es geht nicht. Oh, ich wurde sehr schnell. Mist! Oh, Skyrim, ey. Ai. Was ist denn das gewesen? Eieiei. Wieso sind alle so mega schwer? Ihr habt vieles nicht gesehen, weil ich das rausschneiden musste, die Folgen nicht komplett waren, aber es kann doch nicht sein, wir müssen da irgendwie... Ja, wir bezahlen die 50 Gold, ich muss mich zuerst irgendwie stärken. Oder wir gehen einen anderen Weg. Aber jetzt gerade nicht auf Winterfeste zu. Sondern wir gehen vielleicht nach Dämmerstein. Das westlich davon ist. So. Aber wir können nicht Sachen machen, wo wir da einfach keine Chance haben. Was haben wir denn eigentlich für einen Schwierigkeitsgrad angestellt? Adept, also normal. Was ist, wenn wir mal für den Anfang Novizen spielen und dann eigentlich relativ schnell umstellen, sobald wir einfach mehr Mana haben und bessere Zauber. Das ist mir sonst ein bisschen zu schlimm. Sie kommt, okay. Aber einfach so schnell wie möglich nach oben gehen. Aber jetzt sind wir noch viel zu schwach, um jetzt mehrere Gegner zu haben. So, jetzt rennen wir einfach dorthin. Die Banditen werden uns ja in Ruhe lassen, scheinbar. Ich glaube, wir müssen hier hoch, damit das Banditenlager hier drüben nicht aufmerksam wird. Und greifen, glaube ich, gleich an. Ja. Ihr könnt auch etwas sagen, ich bin nicht so gut. Nein, ich habe Felsenhaxen. Okay, immerhin. Wie schnell das geht. Und wie sie das auch haben ständig. Das ist jetzt nicht gerade so meine Motivation hier rumzutreiben. Jo. Ich muss das irgendwie besser hören. Hier oben ist nichts. Also Felsenhaxe ist scheinbar... Ja, Nahkampfwaffen sind weniger effizient. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir greifen jetzt nicht so fest an mit Nahkampfwaffen. So, ja. Wenn die nicht kommt, wenn wir hier runtergehen, dann müssen wir hier außen herum.
hier. Oh Gott, das ist so nervig gebaut hier. Was ist hier eigentlich? Ah, hier ist einfach das Lager. Okay. Also unbedingt mal speichern. Nicht vergessen. Und wenn wir da jetzt nicht schleichen können, dann. Ah. Das ist das. So, wir schleichen jetzt mal hier. Und dann gehen wir so weit wie möglich nach Westen. Jetzt nach Norden dann. Dass nie kein Skelett uns sieht. Die haben ja gar keine Augen, die können ja gar nicht sehen. Na, okay, kann alles. Drago. Okay, da ist ein Skelett. Das guckt gerade zu uns jetzt nicht mehr. Schnell laufen. Okay, sieht. Wie findet es uns? Wir rennen jetzt durch. Wir haben keine Chance so. Wir rennen jetzt schön durch. Und lassen diese dummen Necromancer hier mitten im Weg stehen. Es läuft ja niemand nach Winterfest. Niemand. Dieser Realismus. Hallo du, Wächter von Stendar. Bitte heilt mich. Möge Stendars Licht euch von euren Übeln befreien. Ey, du da. Alle Krankheiten geil. Du da. Bleib hier. Ihr sprecht mit einem Wächter von Stendar. Lasst euch mit den Dedra ein und wir werden euch erbarmungslos jagen. Seid ihr ein Wächter von Stendar? Ja. Unser Orden wurde nach der Oblivion-Krise gegründet. Wir widmen unser Leben dem Kampf gegen die dädrische Bedrohung, wo immer sie auch in Erscheinung treten mag. Unsere Ordensvertretung ist in der Halle der Wachsamkeit einquartiert und wird von Bewahrerin Cassette angeführt. Je nach Bedarf sorgen wir für Heilung und Gerechtigkeit. Wer ist Stendar? Er ist der Gott der Gnade, Tamriels Schutzherr der Ordnung und der Gerechtigkeit. Wir bringen seine Barmherzigkeit an Orte, die keine Barmherzigkeit kennen, indem wir all jene läutern, die seine Kinder verletzen würden. Jagd Tetra? Und alle anderen Abscheulichkeiten, die Jagd auf die Sterblichen machen. Vampire, Werwölfe, Hexen. Oh. But the Daedra are the worst. Their callous disregard for our lives is abhorrent in the eyes of the God of Mercy. Die Sprache kannst du schon noch auf Deutsch. Was ist an der Daedra gefährlich? Sie sind gottlose Kreaturen, ohne Hoffnung auf Erlösung. Sie locken Unschuldige in den Tod und verderben die Seelen von allem, was sie berühren. Ihre ketzerischen Artefakte gewähren den Sterblichen Kräfte, mit denen sie Chaos über ganz Tamriel bringen. Sie müssen vernichtet oder verwahrt werden, damit niemand mehr in Versuchung kommt. Ja, okay. Gut, also die sind weg. Ja? Ja. Der Tag ist gerettet. Gleich mal Auto, also schnell speichern. So, und jetzt hoffen wir, dass wir nicht so schnell wieder angegriffen werden. Weil wir wollen ja Akademielehrling werden. So. Oh. Seht nur eine Höhle. Wer weiß, was dort zu finden ist. Ja. Später dann. Oh, schön. Oh. So ein Mist. Wir sind wie zu schwach mit diesen blöden Angriffszauber. Oh, da sind ganz viele Wölfe. So, immerhin. Ja, aber schon vorher Jarvis immer mich reingelaufen. Oh. Eieiei. Das Spiel schon diese Qualität immer sieht. So, aber es war noch ein Wolf. Wenn ich will, der hat schon. So. Da unten sind ein paar Leute. Sind das Jäger? Ich traue mich nicht, da drunter zu gehen. Es könnten nämlich auch Banditen sein. Warum ist da eine Ruine in der Nähe? Das ist mir zu gefährlich. Aha. Okay.
Interessant, vielleicht sind es auch Bauarbeiter. Eisenerze. Okay. Hey, nicht im... Hallo. Geht's noch? Wache von Winterfest. Ja, so gut es geht. Wir sind noch nicht so stark, aber... Wir fühlen uns noch schwach und gebrechlich. Da unten könnte das sein. Boah, gut, habe ich das gesehen. Gut. Ja, danke schön für die Hilfe. Hallo, was machst du gleich? Fast wären wir wieder mit Felsenhaxe gesteckt worden. Hallo, du? Nicht für wen ihr mich haltet und es ist mir auch egal. Lasst mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit für solch großen Mumpitz. Kommt jetzt friedlich mit, dann müssen wir auch nicht grob werden. Bruder, ich glaube, sie spricht die Wahrheit. Ich gehe nirgendwo hin. Und nun zurück, bevor ich mich vergesse. Sie hat die Narbe nicht. Was? Oh, ihr habt recht. Wir haben einen Fehler gemacht. Ihr geht jetzt besser weiter, bevor ihr euch mit eurem Mundwerk noch Ärger einhandelt. Wenn ihr das nächste Mal jemanden belästigt, vergewissert euch vorher, dass es die richtige Person ist. Okay. Ausländer, was für eine Plage. Was soll das Ganze? Sie dachten, ich wäre eine andere Rotwardonenfrau. Sie ließen mich einfach nicht in Ruhe. Hoffentlich verirren sie sich in der Wildnis. Oh. Okay, diese zwei Leute. Aha. Ja? Wen sucht ihr? Wir suchen Informationen über eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwardone, wie wir. Wir glauben, dass sie sich in Weißlauf versteckt, aber wir suchen überall nach ihr, um ganz sicher zu sein. Okay, in Weißlauf habe ich nichts gesehen. Ja, gut. Ja? Vielleicht könnte jetzt jemand da sein. Wir sind ja sozusagen nochmals woanders gewesen. Aha. Ja, nicht so schreien, bitte. Sehr viele Wölfe und Nekromanten und hier Skelette. Aber, oh, wir sehen es schon, sehr gut. Ist mir gar noch nicht so aufgefallen, aber wir hätten es vielleicht schon hier vorne gesehen. Aber vorher scheinbar nicht, weil wir um die Ecke kamen. Haben wir hier irgendwo noch etwas? Sehr starker und kalter Wind. Hui. Okay, hier ist auch der Kutsche schon. Haben wir also 50 Euro gespart, etwas erlebt und ja, auch Schwieriges. So, also. Ich möchte aber jetzt gerne dann doch schon nochmal ein bisschen höher stellen, weil sonst sterben NPCs scheinbar doch ein bisschen zu heftigst schnell. Ja. Machen wir wieder auf Edet. Und gucken einfach mal, wie es uns nach der ersten Mission oder so geht. In der Akademie. Ja, ich denke, wir beginnen nachher gleich mal. Wir brauchen jetzt gerade nicht. Auf einen Schluck ins Gasthaus natürlich. Wo sollte man in dieser götterverlassenen Stadt denn sonst hingehen? Ach so. Und auf die Weise wollt ihr all eure Probleme aus der Welt zaubern? Wahrscheinlich nicht, aber einen Versuch ist es wert. Ja gut, dann sage ich. So, vielleicht bekommen wir auch eine gute Begleitung über. Aber, wie es weitergeht hier, das erfahrt ihr dann im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüssi.